Also ich bin total begeistert. Ich bin ja schon viele Elektromotorräder, Fahrräder gefahren. Elektromobilität ist ja sowieso meine Welt, deswegen kenne ich mich da ganz gut aus. Und ich würde sagen, das ist bisher mein absoluter Favorit. Also genau diese Kombination, gerade das Steuern der Geschwindigkeit über die Pedale, was ja viele nicht verstehen, wieso hat das Pedale, finde ich genial, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man viel genauer bestimmen kann, wie die Geschwindigkeit dieses unfassbar leistungsstarken Elektromotors sich so entwickelt. Und auch dieses Cruisen, das Genießen der Natur, und also es ist einfach ganz toll, also Gratulation. Ich meine, ich kenne das ja, elektrisches Fahren kenne ich ja, ich kann jedem nur sagen, diese durchgehende Beschleunigung, wer das noch nie erlebt hat, der muss das unbedingt mal machen, also so oder so mal Probe fahren, weil ich kann jetzt viel reden, aber am Ende muss man es selber erleben. Um es so ein bisschen zu beschreiben, es ist halt so ein bisschen wie so in einem Flugzeug auf dem Rollfeld, wenn man startet. Es geht so durchgehend durch, man hat eben nicht dieses Loch zwischendurch, sondern zischt das nach oben und man spürt richtig, ja, die Kraft dieses Elektromotors, und dabei bleibt es aber so ruhig, und das ist so eine Faszination. Es ist so schnell mit einem ordentlichen Antrieb, aber es ist gleichzeitig so ruhig, und das versteht man erstmal gar nicht. Ja, so am Anfang hatte ich gedacht, der Schwerpunkt ist ein bisschen hoch, weil das sieht ja erstmal so ein bisschen, ne, so dieser Vorderbau sieht ja ein bisschen hoch aus, und dann dachte ich irgendwie, aber es ist gar nicht so. Also ihr habt das wirklich super gemacht. Das heißt also, der Schwerpunkt ist ziemlich tief, das heißt, man fühlt sich wunderbar wohl, man kann es wunderbar arrangieren, in die Kurven sich reinlegen ohne Probleme. Und ja, die Federung, das ist ja alles tipptopp, ja, also Bremsen, Federung, alles auf allerhöchstem Niveau. Ich wüsste jetzt nicht, wie man es besser machen sollte, deswegen, es ist für mich ein voll hochwertiges, sehr, sehr ja, im Premium-Bereich anzuordnendes Motorrad, und das Ganze eben dann noch elektrisch mit diesen Pedalen, einzigartig. Es ist unfassbar schnell. Also ich meine, klar, wenn man ein richtig schnelles Motorrad mit Verbrenner fährt, kennt man das vielleicht auch, aber es hat einfach diese durchgehende, unglaubliche Beschleunigung, und gleichzeitig bleibt es so leise. Und ich meine, manche stehen ja drauf, die mögen das ja, dass das Ding laut und kracht und ohne Ende, für die, weiß ich auch nicht, ist das vielleicht nichts. Aber ich finde genau das daran schön, dass wenn du rausgehst, und das mag ich auch eben beim Zweiradfahren, dass man die Natur genießt, dass man was mitbekommt, dass man eben so nahe an seiner Umwelt ist. Und wenn es dann so leise ist, dann kann man nur düsen ohne Ende, und gleichzeitig bekommt man aber durch dieses leise Fahren, durch dieses leichte Surren dieses Elektromotors alles um sich herum mit. Und das ist halt ein ganz neues Gefühl.